Alter, was ist für ein kranker Scheiß? Wie riesig muss das denn sein hier alles, das Areal? Warum habt ihr denn keine Batterien hier, Penner? Ja, keine Ahnung. Ich finde schon mal gut, dass wir noch keine Verbände benutzen mussten. Bin ich ja, und warum ist hier Wasser? Und was war das für das, Batterie? Und warum? Hier. Batterie, die im Wasser nicht funktioniert, bestimmt noch. Ganz bestimmt. Und warum? Mach mal aus, siehst du dann Wasser oder ist es so dumm? Ah, okay. Nein. Was ist das denn da hinten? Oh? Da hinten, da, das ist ein Dorf oder was ist das? Mach mal aus. Nee, weiter rum kann ich nicht, aber sieht aus wie ein Haus. Mach aus, das Licht. Rechten Stick. Ach krass. Haus. Ah, wie riesig ist denn das Areal, ey, alter Schwede. Aber bis jetzt muss ich sagen, es ist sehr linear, ne? Gut, war Outlast 1 ja auch. Ja klar, so Open World, Outlast wäre auch irgendwie merkwürdig. Ja, ja. Ich will da nicht rein. Kann ich oh ja Gott, nicht Wasser. Ich glaube, du musst durchs Wasser. Ich will nicht, machst du das? Bin mal gespannt, ob diese Funktion mit dem Ach so, das war eine Motte, ich dachte schon. Das ist die Funktion mit dem Mikrofon. Oh, da läuft jemand. Wie verstecke ich mich unter Wasser? Kannst du dich bücken im Kreis? Du weißt aber schon, dass du Luft als zum Atmen, ne? Gott. Das wird ja lustig im Wahnsinnsmodus. Du solltest vielleicht dich auch mal irgendwo hinbewegen. Ja, aber nicht. Tauchen kann. Er kann nicht runterspringen. Vielleicht sollten wir ihn umgehen. Vielleicht unter der Brücke vielleicht. Ja, habe ich vor. Das wäre vielleicht, glaube ich, eine gute Alternative. Aber unter der Brücke kann ich kannst du hier drunter auftauchen? Nee. Scheiße. Grünzeug. Was ist das denn? Ist er im Wasser? Nee, ich dachte schon. Ich komme hier nicht weg. Was zur Hölle? Ich komme hier nicht weg. Häng ich hier fest? Wo ist der? Ah, da hinten steht der jetzt. Wo ist er? Der ist im Wasser. Schön. Diese Spannung gerade. Nachdem der kleine Wichser mich gerade erschrocken hat, bin ich ein bisschen entspannter. Das erste Schock erstmal weg. Ja. Gott sei Dank. Nee, ich kann unter der Brücke nicht aufmachen. Oder? Und ich müsste jetzt direkt hinten in der Brücke sein. Nee, geh nicht. Okay. Wie gemein. Hey, wieso komme ich nicht hoch? Vielleicht noch zu nah unterm Steg, also. Wo ist der Affe? Ich hab keine Ahnung. Da hinten läuft er. Das heißt, wir können jetzt zum Hau hier zur Tür. Wenn er da hinten ist. Ich will da nicht rein. Ich glaube, mit X kannst du klettern. Ja. Oh! What the fuck? Foto! Was? Was? Nein! 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 Wieso mir eiskalt den Controller hier rüberreicht? Schule, mach ich? Nein! Ich hab in der Demo geheult, weil ich mich so erschrocken habe. Ich darf wieder. Nicht Foto! More out of my fucking mind. Ach du heiliger Strohsack. Ich will hier nicht sein. Mhm. Die Spinne wurden gerade gespawnt. Oh Gott. Also ich spiele jetzt wieder. Nein, die Schule mache ich nicht. Das tue ich mir nicht an. Ich habe, glaube ich, ganze 10 Minuten gespielt. Das ist eine Gesangsschule. Hier sind überall Noten. So, warte. Hallo? In der Schule hat man Musikunterricht. Alter. Ich kann sogar zur Seite springen. Was ist denn hier? Was steht da? Alter, was war das denn? Letztes Mal, als es geflackert hat, kam da was. Ja, bei Dings war das gewesen. Bei PT. Nee, bei der Demo auch. Nein. Doch, da hat es geflackert und plötzlich... Echt? Wir haben keine Batterie gleich mehr. Doch, ja, noch einer auf der Seite. Hier kann ich mich nicht verstecken. Da oben ist ein...
Es ist schon gruselig, wie die Sachen. Ah, da ist seine Hand. Er hat immer noch alle 5 Finger. Juhu! Wie leise es ist. Ich hasse Stille in Europa. Musikklasse. Oh, die Musikklasse! Juhu! Ich hasse die Spieluhr. Da stand schon wieder Jessica an der Tafel. Was? Jessica? Wo? Tatsache. Jessica. Oh, ich hasse Spieluhren. Nur meine war damals ganz toll. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Ist das vielleicht eine Erinnerung von ihm? Das Flackern erinnert so unheimlich an PT. Was ist das denn? There's no picture. Just noise, but I saw it. I know ich I saw doch. It. Guck ihn, ich muss auch gucken. Ich guck doch. Es sieht nur so aus, als würde ich nicht. Die Leute wollen dich doch in der Kamera sehen. Huch, warte. Ich wollte das müssen sie nicht unbedingt. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Wenn du die Kamera jetzt wegmachst, ne, bist du bestimmt wieder woanders. Hast du gehört? Nein, ich hab's ignoriert. Du musst nochmal hinmischen, ja. Wenn der fertig ist mit Riesen. Noise, but I saw it. I know I saw it. Da redet irgendeiner was rückwärts. Oh, warte mal. How the fuck do I get out of here? Müssen wir mal irgendwas machen. So, hier. Die Ausrufezeichen muss ich nur wegmachen. So, noch mache ich lustige Sprüche. Diese Spieluhr kennen wir auch aus der Demo und auch die Schule. Also nicht so zumindest. Ansatzweise. Was ist das denn? Ach, was witzig. Kreidenhalter. Gab's bei uns in der Schule nicht. Kann ich mich nicht entsinnen. Bei uns lag die Kreide irgendwo drin. Und das Geilste war gewesen, hier so Schwämme für die Tafel. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war in der Schule. Wenn er dann Schwamm, wenn er dann Dienst gehabt hast für die Tafel zum Wischen. Und du hast den Schwamm genommen, hast dann die Tafel mit sauber gemacht, hast den Tafeldienst gehabt. Deine Hand roch den ganzen Tag nach dieser Schmocke von Kreide. Ja. Den ganzen Tag. Boah, fürchterlich. Oh, ein Bild. Guck mal, das Bild aus dem Spind. And Lynn. Jessica und Lynn. When we were. Das war damals. Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. Der Typ in der Mitte sieht viel gruseliger aus, als alles zusammen spielen. Das heißt, wir sind in der Mitte. Mhm. Eine ist Lynn, jetzt ist natürlich die Frage, wer? Und Jessica. Ich denke. Und Jessica ist wahrscheinlich vielleicht irgendwie gestorben oder so. Oder vielleicht keine Ahnung wo. Sie ist auf jeden Fall sehr heilig, sehr auch. Es ist eine katholische Schule, würde ich sagen. Bitte? Es ist, würde ich sagen, eine katholische Schule. Ja, ja. Immer diese Katholiken. Die Spieluhr hat aufgehört. Immer, ja, und hier ist auch keine Spieluhr im Übrigen. Hast du was gegen Katholiken? Nein. Immer diese Katholiken. Jetzt haben wir schon mittlerweile fast 2 Uhr. Vielleicht geht die Zeit ja rückwärts. Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Stimmt, vorher war es 2:30, ne? Yeah. Oh, ich bin immer mutig, dass ich die Tür so... Aber das vergisst man, das macht man einfach, um es hinter sich zu haben. Die Tür immer so... Ich bin immer so mutig, dass ich die Tür mal so... forsch aufreiße. Oh, ich sehe mich schon gleich tot. Ich hasse Schulen. Seit 4:02 hasse ich so sehr Schulen. Responsibility! Oh Gott! What the fuck? Wie gruselig dieser Flur jetzt schon wirkt, man mag es gar nicht glauben. Hallo, guck mal wer in die Kamera, bitte. Haben wir noch eine Batterie? Respekt! Wer ist er denn? Hausmeister. Er schwebt über dem Boden mit komischen Füßen. Gehst du gerade auf ihn zu oder? Ich gehe auf ihn zu, ja, ja. Oder macht das automatisch? Nee, ich gehe auf ihn zu. Okay. Ich kann jetzt entscheiden, ob ich jetzt. Teste mal, was passiert, wenn du auf ihn zugehst. Weißt du, was ich so ein bisschen das Gefühl habe? Nein. Dass das wir sind. Aber kann auch. Oh.
Ich gucke hin, keine Komm mal mehr in die Kamera. Jetzt bist du raus, ich sag, komm mal. Ja, die soll auch nicht meine Ulti. Soll noch nicht mein ultra peinliches. Machen wir mal einen Tee! Soll ich den Tee holen? Nein! Aus dem super schönen rosa Sternchenbecher. Du musst mir gleich meine Windel wechseln, die du mir vorhin angezogen hast. Ja, ja, ich habe eben die Windel angezogen. Mhm. Warum ist hier die Tür offen? Weil wir da nicht reingehen werden, weil wir sollen. Ich will aber gucken wegen einer Batterie. Hallo? Du blieb. Ist da eine Batterie? Da ist eine Batterie. Da ist eine Batterie. Wie komme ich denn? Achso, ich muss. What the fuck? Wieso geht der Fernseher an? Nur weil ich das Regal hier wegziehen will wegen der Batterie? Kann ich hier irgendwie aus. Wieso geht denn der Kackfernseher an? Wenn ich ihn zurückschiebe, geht er aus oder was? Nö. Das ist ja super lustig. Der Raum erinnert mich irgendwie an den ersten Teil von. Ich muss meine Kamera, die sind schon fast wieder raus hier aus dem Winkel. Gott. Wer war denn das gerade? Warum sind hier so viele Räume? Die haben einfach alle Hunger, deswegen haben die schlechte Laune und deswegen passiert sowas. Schlechte Laune? Wer hat schlechte Laune? Die waren alle mal mit Jeremy's Next Topmodel. Da war, glaube ich, so ein Verbandskasten. Guck mal. Ist aber nichts drin. So eine Scheiße. Verdammt. Verarsche. Voll die Verarsche. Hier kommen wir nicht rein. Das ist voll der Verarscheraum. Weißt du, wie creepy das wäre, wenn du hier. Oh Gott! Wenn du hier durchgehst und dann hinten so ein Schatten auf einmal so vorbeiläuft. Boah, ich würde so sterben. Ich würde so. Ich will jetzt schon sterben, weil ich. Ich wollte nur mal gucken, ob da eine Tür war. Ich glaube nicht, dass das echt ist. Das ist aber nicht echt, das ist. Oh, mach das aus! Entschuldige, ich wollte mal gucken, ob ich was höre. Das ist doch nicht echt, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Traum wieder. Erinnerung oder sowas. Erinnerung, bei Gott. Ich verlasse schon die Worte. Ja, vor allem, guck mal, draußen ist Winter. Echt? Ja. Eine Batterie. Ich komme hier nicht. Natürlich, es ist ein Stuhl auf Rollen, er kann ihn nicht wegschieben. Ich muss. Damit du schön nach draußen gucken kannst. Ah, Silent Hill! Schade, dass Silent Hill nicht mehr kommt. Schade. Ah, wie geil. Da würde ich gerne rumlaufen. Und Schneeengel machen. Ah, wie schön. Ja, ich beruhige mich gerade ein bisschen. Man merkt's. Ja, du beruhigst mich mit. Und dann kommt wieder der Moment, wo ich ausflippen könnte, weil ich mich sehr schrecke. Verstehe ich gar nicht. Ist so ein beruhigendes Spiel. Mhm. Wenn wieder gleich die Lache kommt, so wie in der Demo. Hör auf! Das machst du verdammt gut. Was? Selbstdisziplin? Ja, okay. Hab ich nicht. Ja, die Toiletten. Immer ein Ort der Sicherheit in Horrorspielen. Bullshit, ey. Wir wissen's ja. Oh, die Pissbecken. Ein Traum. Hallo, du kannst erst mal sagen, du bist in einem Männerklo. Nee, ist kannst dich stolz fühlen. Guck mal. Ja, wir haben Toilettenpapier. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir wissen ja, das ist auch nicht immer so. Und randvoll. Wer möchte trinken? Toilettensuppe. Ah, so sieht das dann aus, also wenn die Batterie leer geht, okay. Nochmal eben bei den Damen gucken. Ich möchte gerne mal um Damen gucken. Willst du nicht mal langsam nachladen? Ja, möchte ich. Entschuldige bitte. Oh Gott, ich habe jetzt vor diesem Moment wieder Angst. Was willst du jetzt nach? Oh Gott! Oh mein Gott, eine Toilette! Da ist mit Sicherheit drin. Ich weiß es jetzt. Ich weiß es jetzt. 100%. Nee, doch nicht. Batterie! Was? Wo? Ah, Tatsache! Die habe ich gar nicht gesehen, die hätte ich jetzt voll übersehen. Ich weiß, ich kenne dich. Aber volles Rohr. Hör auf mit diesem Rumgequietsche.
Ich erwarte jeden Moment, dass irgendwas passiert, aber glaube. Ich habe jetzt gerade ein Schild. Da liegt da nicht irgendwas drin. So, kann ich jetzt. Ja, öffnen. Ich würde gerne. Dürfen wir die Schule. Oh, ich würde gerne die Schule verlassen. Ja, bitte. Bitte. Einmal im Leben, wa? Ja. Oh, Silent Hill, ich komme. Oh nein. Toll, ich sehe genauso wenig mit Licht als wie ohne Licht. Oh Gott. Soll ich der Blutspur folgen? Oder was auch immer das sein soll? Super Idee. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ich hab's gewusst. Ey, du hast die Brille. Oh Gott! Give me a minute, Jim. The outsider. No, so they killed you, didn't they? No. Not yet. But they'll do it if they find you out here. Come on. Oh, der hilft einem. Who are you? My name's Ethan. What do you mean? Ethan! Are you one of them? Ethan! And which side are you on? I mean, why ain't I trying to kill you? Ethan. I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with Nah. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby, he put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Ethan! Ethan! Kennst du noch? Von Resident Evil. Ethan! Oh, wie nett der aber auch ist, ne? I gave a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on, get you inside. Ich würde gerne mal eben kurz gucken, bevor ich da bei dem reingehe. Vielleicht liegen hier Batterien rum. Das wäre vielleicht noch irgendwie. Guck mal in deine Tasche, wie viele Batterien du hast. Warte. Kann ich nicht gucken. Geht nicht. Dann müsst ihr normalerweise Leuchten sehen hier eigentlich, ne? Ja. Ich würde sagen, geh rein, sonst wird er nachher angepisst. Ja. Komm ich endlich rein! Sollen wir da jetzt zusammen. Ich nehme das Sofa da. Was? Oh, hey, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I can head down the road, so. Get down there. You can hide. Ja klar. Natürlich. Ich nehme lieber das Bett als wie das im Keller. Klar, sicher. Ich vertraue dem Typen, den ich hier im Dorf treffe. Und soll bei dem ist im Keller im übernachten. Schrank? Was? Ist da rechts im Schrank was gewesen? Rechts im Schrank? Was? Links? Nee, doch nicht. Das war nur ein Topf, der geleuchtet hat. Klar, und ich soll jetzt bei dem Typen im Keller gehen und mich da ins Bett legen. Natürlich. Ist auch sehr vertrauenserweckend, der Kerl. Oh Gott. Ja, es klar. Ist vielleicht eine Einzige. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Da ist eine Batterie links. Ja, nee, Verband. Verband, du kannst keinen weiteren Verband mehr tragen. Oh Gott. Hier sollen wir jetzt hinlegen, oder?
Schlafen. Okay. Dann schlafen wir mal. Ja, als ob man sonst schlafen kann, ne? Ja, aber ich könnte sowieso nicht schlafen. Ich könnte voll nicht schlafen. Ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Oh Gott. Darf ich mir heute Nacht mal Gizmo ausleihen? Bestimmt. Wenn du ihn fraß. Der bestimmt nichts dagegen, wenn ich genug Leckerlis habe.